Ich grüße dich ganz, ganz herzlich zu meinem ersten, ja, zu meinem ersten Video aus meiner Videoreihe, die jetzt regelmäßig hier auf YouTube äh, erscheinen wird. Ich nenne diese Videoreihe Energetisch durchs Jahr, Energetisch und Astrologisch durchs Jahr, begleitet gerne von mir. Mein Name ist Ursula Muriel Greger. Ich komme aus Österreich. Und bin seit über 20 Jahren Astrologin, Energetikerin, Rückführungstherapeutin und vieles, vieles mehr. Ich wünsche dir einen, einen schönen Samstag. Wir haben den Tag vom Muttertag hier in Österreich und ich sitze jetzt hier so ein bisschen nach 4 Uhr in der Früh, weil der noch rückläufige Merkur es mir ein bisschen schwierig gemacht hat die Technik ganz gut hinzubekommen, dass ich das erste Video für euch heute aufnehmen darf. Die Videoreihe wird sich in unterschiedliche Themen gliedern und das erste Video handelt von, ich sage jetzt einmal, von der astrologischen Wettervorherschau für die nächste Woche, für die Woche 20, das heißt von 15. Mai bis 21. Mai. Ja, das ist die erste Videoreihe. Es werden dann noch fünf, sechs andere Videos folgen für die nächste Woche, aber beginnen möchte ich mit der Astrolog astrologischen Wettervorhersage für die kommende Woche, für die Woche 20. Ja, ihr Lieben, du Liebe, wir haben, wir haben wirklich Zeiten des Umbruches, Zeiten der Revolutionen, Zeiten, wo kein Stein mehr auf den anderen zu bleiben scheint und auch wird. Und die Astrologie findet hier immer ganz gute energetische und energiereiche Lösungsansätze. Und die möchte ich euch immer gerne am Anfang der Woche präsentieren, um euch ein bisschen einen Anhalt oder einen, ein bisschen einen Anhaltspunkt zu geben, was erwartet uns in der kommenden Woche aus, aus astrologischer Sicht heraus. Für diverse Versprecher und für diverse Wortwiederholungen sei mir verziehen. Wie gesagt, es ist sehr früh des Tages und mir war es aber wichtig, einfach jetzt mit dieser Videoreihe zu starten. Ich habe mir gedacht, ganz zu Beginn von astrologischen Wettervorhersagen möchte ich doch gerne ein paar Karten ziehen. Ich bin ja auch Kartenmedium und diese Karten wollten hier Rausspringen, ja. die Karte des Vertrauens, die Karte von Tag und Nacht, der Freundschaften und des Wiegenliedes. Ich weiß natürlich, was nächste Woche astrologisch auf uns zukommt. Somit war ich umso begeisterter, dass genau diese Karten rauskommen wollten. Ähm, ihr Lieben, du Liebe, du Lieber. In diesen Zeiten des massiven Wandels ist es wichtig zu vertrauen. Und zwar in allererster Linie bitte in dich selbst. Ja? Das ist das Allerwichtigste. Alles, was dir aus dem Herz heraus entspringt, darf auch in die Welt heraus, hinaus. Ja? Tag, Nacht können gerne mal umgedreht werden. Ja? Viele Menschen, sage jetzt einmal, klagen im Moment davon in der Nacht nicht gut zu schlafen, nicht durchschlafen zu können, nicht äh, einschlafen zu können. Ja. Die Tage werden dann sehr anstrengend. Ja. Auch hier versuche ich bitte, in der Mitte zu bleiben. Viel Wasser zu trinken. Erst hat mich vor kurzem eine liebe Freundin daran erinnert, du trink mehr Wasser. Es <laughs> war total lieb von ihr, weil ich bin da sehr nachlässig damit, muss ich ganz ehrlich zugeben. Freundschaften, ja, wo gibt es Freundschaften, die auf die du bauen kannst, denen du vertrauen kannst, ja? die dich stützen, die dich tragen durch eine Krisenzeit, in der wir alle gerade leben. Ja? Und das Wiegenlied über die Karte habe ich so ein bisschen drüber geschaut und haben mir gedacht, eigentlich eine Karte, auch wenn dieser Herr hier mit diesem Zylinder sehr ernst blickt aber auch eine Karte, die mich ermutigt und die mir zum Ausdruck bringt, Ruhe zu finden, auch in diesem Alltag, der oft sehr, sehr anspruchsvoll einfach sich gestaltet. Ja? Ruhe zu bringen und zu atmen. Ja? Ganz bewusst ein- und auszuatmen. Und dafür dankbar zu sein und glücklich zu sein. Und zufrieden zu sein, dass du dies auch einfach so kannst. Das ist nicht selbstverständlich, ihr Lieben. So, nun möchte ich gern ein bisschen was zur nächsten Woche sagen. Ich habe mich vorbereitet, astrologisch, ja, auf die nächste Woche. Und ich denke mir, ich werde vielleicht auch zu den astrologischen Ereignissen da noch ein zweites Video aufnehmen müssen, weil es geht so Schlag auf Schlag. Dass es mit einem Video nicht getan sein wird. Wir haben am 15. Mai, das ist der Montag, endlich den Merkur wieder direktläufig. Das heißt, nach drei Wochen geht er wieder vorwärts und wir werden alle atmen, äh, alle aufatmen, wir werden hoffentlich auch alle weiteratmen, aber wir werden alle aufatmen, weil vieles, was jetzt blockiert war, in der Kommunikation, in den Nachrichten, in den Missverständnissen, All das wird jetzt einfach wieder vorwärts gehen, wird leichter werden. Am 16. Mai, das ist äh, der Dienstag, wandelt der Jupiter, das ist der Planet das ist der Expansion, unser Glücksplanet, der Planet der Werte, ja, der Finanzen, der Ernährung, der Landwirtschaft, ja, wandert in das Zeichen Stier. Und hier geht es um Expansion genau in diesen Bereichen. Eine sehr positive Entwicklung, vor allem wenn man die Welt, das Weltgeschehen ansieht. Ja? Da möchte ich dich darauf hinweisen, denke mal darüber nach, wo vor zwölf Jahren du wirklich eine äh, reichhaltige Expansionsphase gehabt hast. Also wo vor zwölf Jahren war bei dir wirklich ein Zuwachs. Ja? Wo hat sie wirklich viel Positives entwickelt. Denke mal drüber nach. Diese Phase schließt mich jetzt ab und es kommt zu einer neuen Expansionsphase. Darüber aber in einem anderen Video. Was ich dir noch sagen möchte: Alle meine Videos, auch diese, ich sage jetzt einmal, astrological äh, Wettervorhersage, Broadcast, ja, ist einfach so, der ist allgemein. Ja, also ich kann hier nur die allgemeinen Tendenzen beleuchten. Möchtest du jedoch genau wissen, wie es bei dir aussieht mit deinen Sternen, mit deiner astrologischen, mit deinem astrologischen Wettergeschehen, sage ich jetzt einmal, dann melde dich gerne bei mir für eine Beratung. Ja, ähm, ich sage mal, die erste halbe Stunde ist auf alle Fälle kostenfrei. Weil wir miteinander schauen wollen, können wir miteinander, ist die Ebene die gleiche, ist die emotionale Ebene die gleiche? Und wenn ja, dann schauen wir auch, welche Themen möchtest du dir ansehen. Ja? Also scheu dich nicht und melde dich gerne bei mir. So, dann geht es munter weiter, nämlich ihr Lieben, du Liebe. Und zwar am 18. Mai, das ist der Donnerstag, haben wir das erste Mal eine massive Spannung. Also ein Quadrat, wie wir Astrologen sagen, zwischen Jupiter und Pluto. Und zwar, der Pluto ist ein Planet, der uns noch relativ lange beschäftigen wird, mit seinem, ähm, mit seiner Läufigkeit in den Wassermann. Nämlich, äh, er kommt, er ist vor ein paar Wochen das erste Mal in den Wassermann, in das Zeichen Wassermann, hinübergewandert, geht jetzt wieder retour ins Zeichen Steinbock, ja? Und äh, in diesem Hin und Her zwischen Steinbock und Wassermann, das geht noch bis Oktober so. Ja? Also, wir haben jetzt hier noch einmal eine Phase, vor allem auf der Weltenbühne, ja? ähm, wo es sehr, sehr fordernd sein wird. Ja? Ähm, aber wie gesagt, er möchte ein eigenes Video dazu machen: Pluto in Wassermann und die Herausforderungen bis Oktober aber auch bis nächstes und übernächste Jahr hinein. Ja? Aber nur so viel, 18. Mai, der erste Spannungsaspekt Pluto-Jupiter. Und das ist auch der erste Höhepunkt, denn hier kommt das Dunkle ans Licht. Ja? Also alles, was unter den Teppich gekehrt wurde, wird hervorgenommen werden, hervorkommen, sei es in seinem eigenen Bereich, sei es aber auch auf der Weltenbühne. Ja, äh, am 19. Mai Neumond im Stier, ja, also ein schöner Neubeginn wieder, ja, Neumond steht für Neubeginn, jedoch am 21. Mai, also am Sonntag, genau morgen in einer Woche sozusagen, wird dieser ganze Spannungsaspekt zwischen Jupiter und Pluto noch einmal angefeuert durch den Mars im Zeichen Löwen, ja und es ist ganz ganz klar in dieser Zeit ähm, jene die reinen Herzen sind mit ihren Intentionen und ihren Manifestationen werden große Taten und mutige Taten vollbringen können für die gesamte Menschheit und jene Menschen sind auch aufgerufen diese Pfade neu hier ja, diese Wege diese Pfade neu frei zu trampeln sage jetzt einmal aber wie gesagt hier gerne in einem anderen Video mehr dazu. Ja, ihr Lieben, also wir haben astrologisch betrachtet einiges vor der nächste Woche. Den Neumond am 19. Und bereits am Montag, den 15., wird ähnlich der Merkur wieder direktläufig. Also hier werden wir mal kurzfristig ein bisschen aufatmen können. Und es darf wieder vieles, was in der Kommunikation oder wo so Missverständnisse gegangen ist, darf einfach wieder leichter werden, ja, also Leichtigkeit ist ja was, was wir alle nach dieser äh, sehr anstrengenden Zeit jetzt wirklich auch brauchen können und wir dürfen hier wieder mal durchatmen, ja. Gut ihr Lieben, das war die erste, ich sage einmal astrologische Wettervorhersage für die Woche 20, ja, im Mai. 2023. Und ich wünsche euch jetzt einmal einen schönen guten Morgen oder einen schönen Tag. Wenn ihr so wie ich dieses Video in der Nacht anseht, dann wünsche ich euch einfach nur eine schöne Nacht. Ich wünsche euch eine gute Nacht und ich freue mich auf euch beim nächsten Video. Eure Ursula Morell-Krieger.